Hallo, hallo. Könnt ihr mich hören und sehen, ihr Lieben? Ich sehe, es sind schon ganz, ganz viele online und bin noch total happy. Gebt mir bitte mal ein kurzes Feedback. Ah, fantastisch. Ja, ihr seht im Moment leider, glaube ich jedenfalls, nur ein kleines Bild. Das wird sich in diesem Webinar leider auch nicht ändern lassen, denn die Software hat sich unvermutet verändert. Der Anbieter hat mal eben ein Update gemacht und ja, jetzt werdet ihr mich klein sehen, aber ich denke mal, es geht ja um die Information an sich und wenn ihr mich gut hört, dann ist es ja das Wichtigste. Ich höre die Glocken auf Ibiza läuten, es ist 8 Uhr. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass so viele Menschen sich angemeldet haben. Wie ich schon im Chat gesehen habe, aus im wahrsten Sinne aller Herren Länder. Ich möchte euch willkommen heißen zu meinem Webinar, zu meinem neuen Buch Spirituell und Ausgebrannt und zum Thema Burnout. Ich möchte euch mein neues Buch zeigen. Ich habe es gerade erst vor 2 Tagen nach Ibiza geschickt bekommen, bin total glücklich. Die Menschen, die mich von Facebook kennen, haben ja meine Freude erlebt. Und ich möchte euch heute so einen bunten Strauß an Informationen rund um ein Thema geben, für das ich zwar keine Ärztin oder Heilpraktikerin bin, also keine offizielle Expertin. Allerdings habe ich in den letzten Monaten festgestellt, dass ich ein lebenslanges Burnout habe und also reichlich Erfahrung gesammelt habe, bin also Betroffene, die sehr viel recherchiert hat. Zur Organisation, ich bitte euch, den Chat nur zu benutzen, wenn ich tatsächlich im Abschluss nochmal ein paar Minuten Zeit habe, Fragen zu beantworten. Ich werde bei 100 Menschen, über 100 Menschen nicht alle Fragen beantworten können. Aber ich kann euch versprechen, ich habe schon einen neuen Termin gemacht. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mir aus dem großen Thema herauspicke, denn das Thema Burnout ist unfassbar intensiv und breit gefächert. Aber ich möchte am 18. September gerne das nächste Webinar machen. Also ihr könnt euch gerne den Termin notieren. Ich werde es aber natürlich auch nochmal bei Facebook bekannt geben, sodass ihr euch dann wieder einloggen könnt, wenn ihr Lust habt. So, also, ich habe mir vorgenommen, euch einerseits viele Fakten zu präsentieren, die ich euch aus meinem Buch vorlesen möchte, weil es wirklich spannend ist, was es da an Infos gibt. Dann möchte ich euch natürlich auch ganz gerne meine Geschichte erzählen. Ich werde nicht allzu lange ausholen, wir haben ja eigentlich nur eine knappe Stunde Zeit. Aber um euch einen kleinen Überblick zu verschaffen, worum es bei mir ging und warum das Buch entstanden ist. Wenn eben genug Raum ist, dann möchte ich auch gerne die ein oder andere Übung vorstellen, euch auch einen kleinen Überblick geben über das Inhaltsverzeichnis für diejenigen, die das Buch noch nicht haben, dass ihr wisst, was es euch da erwartet. Ich möchte eben gerne die letzten vielleicht 10 Minuten verwenden, um Fragen zu beantworten und dann könnt ihr euch sehr gerne im Chat austoben. Die Sache ist nur die, ich möchte nicht dauernd gucken, wenn so in meinem Seitenblickwinkel der Chat läuft. Mich lenkt es ab und ich glaube euch auch. Also, dann lasst uns anfangen. Zum Start lese ich euch aus meinem Buch die Einleitung vor, denn da habe ich prägnant zusammengefasst, worum es mir bei dem Thema wirklich geht. Ich schreibe dieses Buch für 3 Zielgruppen. Erstens für alle jene, die wie ich manchmal nicht die Kurve kriegen, die sehenden Auges in die Sackgasse der Verausgabung laufen und an deren Ende sogar noch mit dem Kopf durch die Wand wollen. Kennen wahrscheinlich ein paar von euch. Es geht zwar nicht mehr weiter, aber ich mache weiter, auf Biegen und Brechen im wahrsten Sinne. Zweitens für die Menschen, die mit oben genannten zusammenleben und verstehen möchten, warum diese Krisen geschehen und wie sie ihre Liebsten unterstützen können. Das ist mir auch sehr wichtig in meinem Buch gewesen, dass es nicht nur für Betroffene geschrieben ist, sondern auch für Menschen, die einen Partner, ein Familienmitglied haben, das gerade völlig am Ende ist und die wissen wollen, wie sie unterstützen können.
Und drittens für diejenigen, die gar nicht erst ins Schleudern geraten möchten. Also falls unter euch Menschen sind, die noch kein Burnout hatten, ich hoffe und bete, dass ihr verschont bleibt, dass ihr euch verschont und wirklich gut für euch sorgt. Mein großer Wunsch ist es, dir die Augen zu öffnen, damit du die Zeichen früh genug erkennst, die dich in die Sackgasse lenken. Damit du früh genug die Notbremse ziehen und auf deinen Ursprungsweg zurückkehren kannst. Manchmal bin ich drastisch, um dir in deutlichen Beispielen den Spiegel vorzuhalten, damit du dich selbst erkennst. Denn nur dann kannst du etwas verändern in deinem Leben. Das ist mir in all meinen Büchern wichtig, dass ich Beispiele gebe, meine eigenen Erkenntnisse, meine eigenen Erfahrungen, aber auch die Erfahrungen von Experten, wie hier auch im Buch, damit auch ein direkter Bezug da ist, dass es nicht einfach nur ein trockenes Sachbuch ist, sondern dass es wirklich auch etwas Persönliches hat. Ich schreibe diese Zeilen, weil ich selbst zu oft ausgebrannt bin und daraus einige Methoden und Möglichkeiten entwickelt habe, besser für mich zu sorgen. Da ich unter anderem auf dieser Erde bin, um für einige den Weg zu bereiten, indem ich meine Erfahrungen mache und teile, werde ich auch meine persönliche Geschichte mit einfließen lassen. Zusätzlich habe ich einige Experten befragt, die mir Ideen und Empfehlungen aus ihrer täglichen Praxis geben, um das Buch mit wichtigen und wertvollen Fakten zu ergänzen. Denn bei aller Persönlichkeit sind Fakten für mich sehr, sehr wichtig. Die wichtigsten Erkenntnisse aller Experten sind, es kann jeden treffen. Mittlerweile sind die Altersgrenze drastisch und sogar Schüler fallen ins Burnout, weil die Anforderungen viel zu hoch sind bzw. der Umgang mit Menschen nicht mehr respektvoll und zeitgemäß. Ob Männer, Frauen oder Kinder, kaum jemand kann und will diesen Druck aushalten, der von allen Seiten ausgeübt wird. Wichtig ist zu erkennen, wie weit es mit dir persönlich gekommen ist. Es sollte egal sein, was die Menschen um dich herum meinen. Es zählt nur dein Gefühl und deine Gesundheit. Es gibt viele Gründe, warum Menschen sich ausbrennen. Einige werde ich auflisten, doch wahrscheinlich findest du in dir noch weitere Argumente. Burnout ist ein Modewort unserer Gesellschaft geworden. Mittlerweile ist es schon so weit gekommen, dass Manager und andere Helden der Arbeitswelt sich dieses Krankheitsbild wie einen Orden an die Brust heften. Als wäre es eine Auszeichnung, weit über die Grenzen der eigenen Belastbarkeit zu arbeiten. Es wird Zeit, dass unsere Gesellschaft aufwacht und erkennt, dass sich auch als Kollektiv mit den höheren dass sie sich auch als Kollektiv mit den immer höheren Ansprüchen in einen Mega-Burnout steuert. Ich möchte aufräumen mit falschen Glaubenssätzen, pervertierten Idealen und Vorstellungen, die derzeit aus der genormten Geschäftswelt in die spirituelle Szene schwappen. Denn ich bin der Überzeugung, dass ein ganzheitlich denkender und wirkender Mensch sich zuerst selbst treu sein sollte. Das bedeutet, dass die eigene Gesundheit und Freude die Basis für ein authentisches, glückliches Leben sind. Mit einem guten Maß an Spaß am Leben kann dieser Mensch andere inspirieren und ihnen zeigen, dass es auf dieser Welt mehr gibt als Arbeit und Sorgen, Krankheit und tristen Alltag. Wir alle können Vorbilder sein für jene, die derzeit an den Veränderungen auf der Erde verzweifeln und sich auf ihre Weise ausbrennen. Wichtig ist, dass alle Tipps, Ideen und Anregungen keine Heilversprechen darstellen. Nichts ersetzt einen Arzt, Heilpraktiker, Coach oder Therapeuten, wenn die Not zu groß ist. Ich bitte dich eindringlich, einen Experten aufzusuchen, um dir helfen zu lassen, wenn du selbst nicht weiter weißt. In meinem Buch weise ich auch auf ganz viele Experten in Deutschland, Schweiz und Österreich hin, damit jeder und jede auch jemanden findet, der helfen kann. Das habe ich nämlich auch getan. Dieser Ratgeber möchte Ideen und Impulse geben, damit das eigene Sein wieder mit Lebensfreude, positiver Energie und Spaß gefüllt wird. Statt auszubrennen, möchte ich dich inspirieren, wie eine Sonne zu leuchten und mit deinem Licht diese Welt zu erhellen. Leben ist mehr als reines Funktionieren. Es ist ein kreativer, berauschender Prozess der Erfahrungen und Erkenntnisse, des Genusses und des Wohlfühlens. Dazu lade ich dich herzlich ein. Es sind in diesem Buch viele Übungen enthalten, damit du nicht nur liest, sondern auch etwas tust. Das ist mir sehr wichtig. Je mehr du mitmachst und die Übungen ausführst, desto mehr lernst du über dich und dein Leben. Manche Bereiche, die ich hier anspreche, brauchen jedoch die Hilfe von Experten. Wir müssen schließlich nicht alles alleine machen. Wenn du jedoch das Gefühl hast, dass es auch alleine geht, probier es aus. Nimm dir aber bitte zu jeder Zeit und bei jeder Übung
Zeit und sei dir darüber im Klaren, dass es kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke ist, Unterstützung anzufordern. Sei dir gegenüber ehrlich und überfordere dich nicht. Das hast du schon viel zu lange getan, oder? Das war mein Vorwort. An all die, die jetzt gerade dazugekommen sind, bitte den Chat ausblenden, damit ihr euch konzentrieren könnt. Denn Burnout ist und wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch ein großes Thema bleiben. Das Wort Burnout steht für Ausbrennen, von innen heraus verbrennen. Es gibt Menschen wie mich und viele, die ich kenne, die mit ihrer Kraft und ihrer Liebe so stark innerlich leuchten und nur einen einzigen Wunsch haben, nämlich ihr Licht und ihre Liebe anderen Menschen zu vermitteln. Gerade in den letzten Jahrzehnten ist die Spiritualität in unserer Gemeinschaft der Welt wieder sehr stark hervorgetreten. Sie ist aus dem Schatten ins Licht zurückgekommen. Die Menschen haben angefangen, sich wirklich endlich wieder Sorgen auch nicht nur um ihren Körper und ihre Arbeit, ihre Familie und den Alltag zu machen, sondern auch Gedanken darüber zu machen, dass sie eine Seele haben und was sie damit anfangen können. Wenn es in einem Menschen so sehr lodert und brennt, dass er oder sie das Licht verteilen möchte, dann kann es sehr schnell passieren, dass man über das Ziel hinausschießt. Aber auch im Alltag kann es unbemerkt, unbewusst Situationen geben, die schlichtweg überfordernd sind. Und da die meisten Menschen den Antrieb haben, zu gefallen, geliebt zu werden, Anerkennung zu erfahren, ist man allzu schnell darin gefangen, wieder zu funktionieren und überschreitet die eigenen Grenzen. Es ist so schwer geworden, Nein zu sagen in dieser Welt, weil die meisten Menschen denken, ja, ich brauche die Anerkennung, um in der sozialen Gemeinschaft nicht durch das Netz zu fallen. Also beiß ich die Zähne zusammen und mache noch ein bisschen mehr. Und dann kommt ein wichtiges Thema, das bearbeitet werden möchte, dann kommt ein anderes Thema dazu, dann vielleicht noch ein drittes, dann gibt es die Familie, die Kinder, die Freunde, die Lebensgefährten, die vielleicht auch Probleme haben und irgendwann macht es Peng und alles explodiert. Ob jetzt ein lebenslanges Burnout oder ein Alltags-Burnout, das auf der Arbeitsstelle oder im Haushalt, in der Schule passiert, wichtig ist, dass wir uns ganz schnell immer wieder klar machen, wo unsere Grenzen sind und wo wir sie überschreiten. In meinem Buch habe ich ganz viele verschiedene Blickwinkel auf dieses Thema beleuchtet. Denn es ist leicht zu sagen, ich habe ein Burnout, aber wie soll ein anderer Mensch verstehen, was wirklich in uns passiert? Es gibt Menschen, die über ihr Gefühl spüren, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde sind. Und gerade in den letzten Tagen und Wochen habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, dass es immer mehr Menschen gibt, die freiwillig dieses Leben verlassen, weil sie nicht mehr weiter wissen. Ob das aus einer Depression passiert oder einem Burnout, und oftmals ist diese Grenze zwischen Burnout und Depression fließend.